So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche voller spannender Let's Plays. Und ja, ich habe mich jetzt gerade reingesetzt. Etliche von den Sachen, die jetzt für Anfang der Woche sind, muss ich noch aufnehmen. Konnte noch am Wochenende wenig vorproduzieren. Und habe mir gerade gedacht, hey Mensch, ich habe jetzt irgendwie Bock mit Gears of War 4 anzufangen. Gut, ihr seht jetzt das heute am Montag als letzte Folge. Beziehungsweise in der Abends gibt es noch den Livestream mit dem Let's Play Live von South Park. Aber von den normalen Let's Plays halt. Und muss aber sagen, dieses Spiel momentan hier, Gears of War 4, das fesselt mich richtig. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Macht Laune. Alter Gears-Fan. Wow, verdammter Rotz. Das war so klar. Mist, warum habe ich denn meinen Lancer nicht mehr? Das hat mir einfach mein Lancer weggenommen. Bist du einmal unvorsichtig und willst irgendwas mitnehmen, irgendeine Waffe? Und schwuppdiwupp. So, den hätten wir. Fetten Bursche, ja. Na komm schon. Richtig. Ich hätte gerne einen Lancer. Was zum Teufel ist mit Jen passiert? Ich weiß nicht. Darum kümmern wir uns später. Wir müssen zum Funkturm. Stopp. Hört ihr das? Ja, klingt, als wäre Jen nicht alleine gekommen. Mhm. Na toll. Und ich habe keinen Lancer. Genau, kann niemand Ketten sägen? Das gefällt mir nicht, ey. Ich will meine Kettensäge zurück. Warum, ey? Warum? Ah, nervig. Feine Schöne ist, wir kriegen durch nichts Munition für dieses Ding hier, ne? Das ist echt das Nervige am Boomshot. Was ist das? Die haben gar keine Chance dagegen, ey. Wir sind gegen Menschen konzipiert, aber nicht gegen diese Viecher. Köpfe kämpfen gegen den Schwarm. Mann, hätte nicht gedacht, dass ich mal für die Dibis bin. Ja. Nicht so wirklich, ne? Dann lassen wir sie sich so ein bisschen bekämpfen. Dann haben wir nur noch eins von denen übrig. Ja, wie gesagt. Schütze im Anflug! So. Wir machen sie stärker! Da kommen wir die anderen. Na super. Wie hast du den geworfen? Also Marcus. Ja genau, macht euch mal gegenseitig kaputt. Warum geht der nicht auf den da hinten? Das sind so die da hinten, oder? Wir haben noch die andere Waffe. Sauber. Hab ich ihn? Ah, das war's schon, ne? Ah, der muss recht down sein, wenn nicht so gut. Schaden zugefügt. Ah, da ist er down. Puh, alter Schwede. Ich denke, das waren alle. Vorerst. Na, ich wollte gerade sagen, beschreist lieber nicht. Wir zum Funkturm. Toter Gier. Ah, leider ohne Knarre. Ja, vielleicht haben die hier einen Lancer dabei gehabt. Ja, zumindest schon mal einen Tryshot. Ja,
Hammerburst. Das ist für mich. Ja, ist okay. Du darfst es gerne behalten. Freu dich kurz daran. Kannst auch einen Keks freuen, wenn du willst. Wo geht's denn hier hin? Guck mal, da liegt irgendwas. Eine Chormarke. Und von wem? Mit der Tür. Vielleicht kommen wir durch. Okay. Ja, es lohnt sich ja doch mal, die anderen Winkel zu schauen. Also ein bisschen links und rechts mal gucken, was da so noch ist. Kein Schaden. Ich lade mal vorsichtig das Ding auf, was wir eh dabei haben. Auch wenn ich die Knarre nicht so den Burner finde, aber besser als nichts, ne? Was haben wir hier? Ja, wobei das, da wäre dann der Vollstrecker besser. Noch so einer. Noch ein Vollstrecker. Ja gut, ich kann auch ohne Lancer überleben. Das ist echt kein Thema, ne? Aber wenn es nach Beliebtheit geht und allem und dem authentischen Gears of War Feeling, dann muss da ein Lancer her. Das geht sonst nicht. Okay, da kann ich nicht rein. Ja, warte mal kurz. Ich bin noch nicht so ganz fertig. Ich muss hier noch ein bisschen rumgucken. Was ist das hier? Ah, Dropshot. Okay, nee. Nun gut, dann hinein. Nein, na los, öffnen wir die Tür. Ich muss sagen, ich finde es für Gears of War, was eigentlich mit kurzen Kampagnen, also gerade der erste Teil eine relativ kurze Kampagne hat, schon recht lang das Ganze hier. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ich mag es. Und ich habe dann immer Panik, dass die Story jederzeit zu Ende geht, weil ich mag bei einem guten Spiel immer nicht die Story vorbei haben. Das ist dann so... So wie bei so einer coolen Serie, die man jahrelang geguckt hat. Und dann ist auf einmal vorbei und man denkt sich so, nee, jetzt ist ein Teil meines Lebens vorbei. Da ist ja. Er. Funkturm, geradeaus. Was ist mit Jinspot passiert? Ganz schön weit weg. Ich glaube, die Stacheln des Springers haben ihn erwischt. Wie geht das denn? Ein bioelektrisches Feld? Oder ein spannungsgesteuerter Ionenkanal. Oh, klar. Oh. Ja. Ich glaube, Markus ist nicht so ganz davon angetan. Von der Theorie. Ah, sieht da richtig hübsch aus, ne? Guck dir das an, ey. Also ich muss sagen, wirklich Gears of War ist absolut so ein Spiel, wo ich einfach da hänge und manchmal so denke, so geil. Ja. Das zeigt halt wirklich die Power von der Xbox One, ne? Wenn man sich Mühe gibt als Entwickler und wirklich gezielt für eine Konsole halt entwickelt und halt eine entsprechende Version dafür rausbringt, dann kann man auch ein vernünftiges Spiel herstellen. Das muss nicht immer sein wie bei... Ach, ihr wollt alle da oben lang. Ja, warte ich noch. Dann gucke ich erstmal hier unten lang. Ah, das geht auf. Okay, dann gehen wir da nicht lang. Ich würde sagen, wir gehen gleich... Oh, was ist das? Vollstrecker, ne? No parking. Ja, ich will hier garantiert nicht parken. Aber gut, wir gehen erstmal oben kurz lang. Das interessiert mich jetzt. Ich habe nichts zum Sägen. Ah, Messer. Noch besser. Ich finde es halt immer ätzend, wenn die sagen, ja, die Grafik da ist viel besser. Und so. Ja, das kommt drauf an, ne? Wenn man sich mehr Mühe gibt. Die Tür ist anscheinend versperrt, deshalb... Ah, okay. Also haben wir uns da das Erlebnis vorweggenommen. Jede Menge Bücher. Guck mal hier. Wie cool, da brennt sogar noch ein bisschen Licht. Wie hübsch es echt aussieht, ne? Mega geil. Da, was ist das denn? Irgendeine Fabrik. So cool, ey. Hey, vor uns befindet sich eine Fabrik. Gehen wir dahin. Ja, ich hatte sowas Ähnliches geplant. Schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Was höre ich da von hier? Nest! Kümmert euch um sie! Hey! Hey! Da sind noch mehr! Ich höre sie graben. Suppression! Leute, hier ist der Zion! Leute, so, geht in Deckung! Egal, ich halte voll drauf, ey.